Bundeswahlkrampf. Scheiße! Comedy zur Bundestagswahl. Edmund Stoiber. Liebe Damen, liebe Herren, am 22. September sind Bundestagswahlen in Deutschland und wir werden jetzt noch keinen Wahlzettel einwerfen. Aber bald. Und wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie in die Wahlkabine noch hereintreten müssen, dann wählen Sie im Grunde genommen in der Wahlkabine am Hauptbahnhof in München, tätigen Sie Ihre Wahl. 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Wahllokale an. Wenn Sie sich mal die Entfernungen anschauen, wenn Sie sich eine Fernsehumfrage sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in der Warteschleife brauchen, um Ihre Wahl zu tätigen. Wenn Sie von der Wahlkabine starten, Sie steigen in die Regierung mit ein, Sie wählen mit dem Wahlschein in 10 Minuten in der Wahlkabine an den Wahllokalen, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass die Regierung im Grunde genommen näher an Berlin, an die deutschen Bürger heranwächst, weil das ja klar ist, weil im Bundestag viele Parteien aus der Bundestagswahl zusammenlaufen. Deshalb gehen auch Sie am 22. September zur Wahl. Guten Tag, Ihr Edmund Stoiber. Der Bundeswahlkrampf. Scheiße. Comedy zur Bundestagswahl.